Vita Quaniones, die Legende des heiligen Quanion. 79 Jahre waren nach dem Untergang Bosbarans vergangen, und noch immer blieb das ewige Licht des Herrn von der frevelnden Kaiserin aus ihrer Hauptstadt verbannt, den Menschen versagt. Da geschah es in dieser schweren Zeit, dass in Beilung ein Knabe geboren wurde. Sein Name war Quanion Steinhauer, denn er war der Sohn eines Steinmetzes. Und als Quanion 25 Jahre alt war, da sah er, wie im Haus des Sonnengottes die Gläubigen klagten, und er flehte: »Ich gehe und hole das Licht zurück«, sprach der junge Mann da. Quanion suchte in den Ruinen Bosbarans, doch jede Spur war mit dem Untergang der Stadt verloren gegangen. Da zog er als Pilger zum heiligen Orakel von Baltrea, wo ihm ein Weisspruch nach dem Willen Praios zuteil wurde. Dein Weg wird dich an vier Grenzen führen, und du sollst vier Wahrheiten erkennen, so sprach das Orakel. Baron Travigor, du bist aufgebrochen aus der Wildermark. Gemeinsam mit ein paar Gefährten, mit ein paar Freunden und Freundesfreunde, die du in der Wildermark kennengelernt hast und die dich sehr zu schätzen gelernt haben. Vor euch liegen die matschigen Straßen, die Rosskuppel, wie sie dort in ihrer Elend, in ihrer Armut vor euch liegt und aufragt, die einzelnen Gebäude. Und neben dir deine Gefährten, wie du sie kennengelernt hast, Ronga, der Bestienschläger, oder dein Scharfrichter, selbstverständlich auch der Eismagier Kasim, den merkwürdigen Zargeweihten namens Zaron, der dir empfohlen wurde. Und so zieht ihr gemeinsam mit einer alten Bekannten, Lumine Rösserknecht, die Alchemistin, die Novizin, die du damals mit ihrer Sonnenalchemie unterstützt hast, gemeinsam auf dem Weg in Richtung Gareth, wohl zu einer, ja, besonderen Veranstaltung, die in der Stadt des Lichts gegeben wird. Und die Quanions-Pilger, die von überall her in diese Stadt einströmen, so habt auch ihr euch entschlossen, Lumine Rösserknecht zu begleiten, um ihr etwas Geleitschutz zu geben. Ach, Freunde, wir sind da. Seht ihr da vorne? Die Stadtmauern von Gareth. Wir haben es geschafft. In der Tat. Es ist doch etwas weiter, als ich dachte, von der Baronie Dergelswund, aber ja, es war eine kurzweilige Reise, fand ich. Ihr habt mich sehr gut unterhalten, muss ich zugeben. Wobei, also, ich habe mir Rosskuppel, ehrlich gesagt, als ich das letzte Mal hier war, da sah es doch noch etwas, etwas wohlhabender aus. Also zumindest, vielleicht ist es nur die getrübte Vorstellung, die ich hatte. Oh, das ist so nett von euch, Herr Baron, dass ihr mich begleitet. Es ist ja schon ein gefährlicher Weg. Richtig, aber uns greift schon keiner an. Stolze Recken, wie wir sind, wer sollte uns da schon angreifen? Wer es versuchen würde, wäre wahrscheinlich ein Narr. Unser Meister Kasim hier hat schon einige Tricks in seinem weißen Ärmel. Daher diese schützende Hand über uns. Der friedliche Weg wird uns schon leiten. Und ich muss sagen, Frau Lumine, ich bin sehr gespannt auf den Grund, weshalb ihr uns hierher geführt habt, beziehungsweise weshalb wir euch begleiten durften hierher. Aber ich sehe das als so eine Art Urlaub für mich, für die Baronie, weil es doch auf Dauer ein wenig eintönig. Hier auf Reisen, da erlebt man wesentlich mehr als nur in der Gerichtshalle in den Behausungen der Baronie. Also ich bin zumindest froh, dass ich meine Sonnenalchemie vorstellen kann. Ich habe sie seit dem letzten Mal noch etwas verfeinert, aber ich habe schon gehört, dass man mich wohl auch lobt. Diese Lichtexplosion, die es gab, hat man wohl schon nicht ganz bis zur Krone gesehen, aber es war schon sehr beeindruckend. Ich bin so froh, dass es funktioniert hat. Aber seht dort vorne, ist das tatsächlich, wir werden empfangen. Sonnenlegionäre, direkt am Wehrheimer Tor. Sind die für uns? Ja, helft mir nochmal auf die Sprünge. Die Sonnenlegionäre, können die zum Bannstrahl oder? Nicht. Nein, also der Bannstrahl ist eine eigene Organisation und die Sonnenlegionäre eine andere. Na, dann hoffen wir mal, die sind uns nicht so
unwohlgesonnen wie der Bannstrahl es ist. Ich glaube, die haben uns zur letzten Aufgabe, zumindest das, unseren Transport, den auch unser guter Herbo begleitet hat. Aber ihr müsst doch keine Angst haben, ihr seid doch in Begleitung von dem Herrn Baron unterwegs. Und ihr begleitet mich, im Prinzip seid ihr Quanions-Pilger. Richtig, habt keine Angst vor dem Licht. Wisst ihr, was ich gehört habe? Also, wenn wir uns in der Stadt des Lichts alle gesammelt haben und es sollen ja wirklich viele, viele Leute da dazukommen, also die man dann auch wirklich kennt. Hesindian von Böckling habe ich teilweise gehört oder Aurentian von Gilaskan soll kommen. Goswin von Wetterau. Oh, so viele Namen schon wieder, die kann ich mir doch gar nicht alle merken und alle müssen gehen davon aus, dass ich sie alle in- und auswendig kenne. Das ist das Anstrengendste an Baron da sein. Bleibt einfach in meiner Nähe, dann werde ich euch sagen, wer das alles ist und kann ich euch vorstellen. Ah, vortrefflich. Halt! Einen Moment. Pryos mit euch. Ihr seid gegrüßt bei den Zwölfen. Mein Name ist Ritter Baron Travigor von Dergelsmund. Euer Namen kenne ich wohl. Ihr wurdet uns angekündigt von der Inquisitionsrätin. Ah, vortrefflich. Wir werden also erwartet. Nun, dem ist so. Ihr habt Geleitschutz für die Wetteralchemistin Lumine gegeben, korrekt? Das ist korrekt. Die Dame steht vor euch. Darf ich vorstellen? Nun, dann könnt ihr den Schutz von Lumine uns übertragen. Allerdings sind wir nicht deswegen hier. Gibt es noch etwas anderes? Nun, die Inquisitionsrätin hat wohl von euch gehört und euch angefordert. Solltet ihr denn willig sein, eine weitere Queste zu übernehmen? Sie hat gut von euch gesprochen. Die Inquisitionsrätin. Guck mal, Fragen zu Lumine. Da gibt es viele Rätinnen. Ich weiß nicht, welche gemeint ist. Schade. Natürlich, wenn sie nach uns begehrt, wie man so sagt, dann kommen wir natürlich gerne auf der Stelle. Ausgezeichnet. Allerdings drängt die Zeit. Sie sagte wohl, dass ihr zunächst den Ort des Geschehens euch ansehen mögt und erst danach mit ihr zu Rückfragen sprechen sollt. Ort des Geschehens. Lumine, wenn ihr mögt, und das muss der gute Herr Boranfell sein, dann begleitet doch einmal meinen Kameraden in Richtung der Stadt des Lichts. Ja, das mache ich natürlich. Und dabei geht dann einer der Sonnenlegionäre, nimmt die Alchemistin bei sich, auch Herr Boranfell, der in seiner Kutsche sitzt, fährt dann an dem Wehrarmator vorbei und so trennt sich direkt vor den Toren tatsächlich schon euer Weg. Also gut, wenn die Alchemistin jetzt weg ist, viel weiß ich nicht. Viel ist generell nicht bekannt. Ihr sollt euch da einen Tatort besehen. Einer meiner Brüder wurde getötet. Einer eurer Brüder? Also auch ein Sonnenlegionär oder tatsächlich ein Bruder? Nein, ein Sonnenlegionär. Oh, mein herzliches Beileid. Er schaut ein bisschen verdrießlich drein. Seid ihr also gewillt, diese Aufgabe im Namen der Inquisitionsrätin zu übernehmen? Schaut euch den Mordfall an, sucht eventuell nach Hinweisen so oder so etwas und dann könnt ihr mit Gilbyra Steinhauer sprechen. Nun, ich bin zwar Baron, aber ich kann natürlich trotzdem nur für mich selbst sprechen. Also ich würde mich natürlich erstmal gerne beraten mit meinen treuen Gefährten hier, was das angeht. Ja, er schaut wieder sehr verdrießlich und geht dann 5 Meter von euch weg. Ich würde ihm erstmal eine Hand auf die Schulter legen. Mach dir keine Sorgen, wir werden ihn schon finden. Wir werden alles tun, damit nicht noch mehr von Zars Kindern Schaden erleiden. So leiden müssen wie du. Ich kannte ihn kaum, aber wenn jemand einen Sonnenlegionär innerhalb der Stadt Gare tötet, dann geht uns das alle an. Hui. Was meint ihr, Freunde? Unser Ruf eilt uns wohl voraus. Sie haben gewusst, sie wissen wahrscheinlich, was wir alles in der Wildermark für ehrwürdige Taten vollbracht haben. Und jetzt geht es hier wohl weiter, von wegen Urlaub.
ich stolper die letzten Wochen wirklich von einem Mordfall in den anderen. Wenn ich den gemeinsamen Nenner finden will, dann bist du das wohl, Zaron. Was? Wir haben uns doch noch nie getroffen. Was? Was redest du denn da für einen Unfug? Ach nein, genau. Du warst doch damals... Genau, du warst irgendwo. Ich glaube, ihr wart in Gallis, oder? Wart ihr nicht in Gallis gemeinsam? Genau, das meinte ich natürlich. Was sagt ihr dazu, Kasim? Ich meine, das klingt jetzt erstmal... Und wahrscheinlich, hattet jetzt wahrscheinlich nicht vor, unbedingt mit einer Inquisitionsrätin zu sprechen, hier in Garrett, aber wenn ich aus Erfahrung sprechen kann, dann lässt man solche Personen nicht gerne warten. Das macht die Sache nur noch schlimmer. Kasim, setz dein schmales Lächeln auf. Ich denke, wir sollten uns das ansehen. Ich hatte zwar noch mit einem amtierenden Mitglied der Inquisition zu tun, aber mit einem, wenn man so will, Ex-Inquisitor. War er... Er hat erwartet, dass das geschieht, was er möchte. Ja, gut, gut, gut. Dann sind wir alle einverstanden. Ihr müsst mir allerdings ein bisschen helfen, unter die Arme greifen, mal wieder. Was das Verhandeln über irgendwelche Belohnungen oder so weiter angeht, da bin ich nicht gemacht für. Und nun, ich will versuchen, mich etwas mit Zurückhaltung zu schulen. Also, wenn ich zu viel rede, sagt Bescheid. Ich glaube, jetzt, da du ein Baron bist, Travigor, muss raten die Leute von dir, vor allem die Kirchen, dass du so etwas tust, ohne irgendeine Belobigung oder Belohnung zu erwarten. Oh, was natürlich für uns ziemlich scheiße ist, aber wir werden ja von dir bezahlt. Ja, richtig, richtig, das hatte ich ganz vergessen. Seht ihr, für sowas brauche ich euch. Also, ich kann da jetzt sowieso keine Forderungen stellen, aber ich würde es begrüßen, wenn wir noch irgendwo langkommen, wo ich meine Schläuche auffüllen kann. Naps ist mir ja fast leer gegangen. Ich denke, die Gelegenheit wird es geben. Nun, wenn keiner weitere Einwände hat, dann gehen wir doch mal zu dieser Rätin, richtig? Also, Herr Baron, was sagt ihr? Seid ihr dabei? Wir sind selbstverständlich dabei. Wir sind einstimmig einer Meinung und mit Wort und Tat dabei, euch zu helfen bei dieser Quest. Sehr gut, Herr Baron. Dann folgt mir zum Tatort. Derweil ganz woanders in Garrett, über dem Schein einer schwarzen Sonne. Es sind noch drei andere Helden diesen Tages unterwegs. Drei Helden, die sich noch nicht kennen und die sich noch nicht getroffen haben. In der Almadar-Stube... Nein. Der Almadar-Stube? Womit verbringt denn der Streuner Falk Kleiber seinen Tag in Garrett, wenn er sonst gerade nichts Besseres zu tun hat? Wenn die Sonne am Himmel scheint, es warmes Wetter hat und die Stimmung gut ist, weil Messe in der Stadt herrscht und allerlei Volk mit prallen Geldbeuteln hineinströmt. Wenn das Volk mit den prallen Geldbeuteln zugegen ist und sie sehr unvorsichtig sind, nimmt man sich doch die ein oder andere Münze mit einem schnellen Schnitt in den Beutel und sucht dann schnell den Abstand, bevor derjenige es bemerkt und es auf mich zurückzuführen wäre. Öffne doch mal eine Taschendiebstahlprobe. Gucken wir mal, wie gut du das kannst, hey? Und während Falk... Einen Punkt hat, wird sein jüngstes Opfer auf ihn aufmerksam. Ihr befindet euch gerade am Eslamsweg, die Reichsstraße 2, in der Gegend des Fex-Tempels in den Schatten, als der Mensch, dem Falk gerade am Geldbeutel schneidet, plötzlich aufhorcht, sich umdreht, nachdem ein kurzer Schauer durch seine Gestalt gelaufen ist. Hey, was soll das denn? Hey, Schluss da! Hey, haltet ihn! Haltet den Dieb! Er deutet auf Falk und greift irgendwie an seinen Gürtel, um irgendwas zu ziehen. Die Gelegenheit möchte ich nicht ergreifen, um einen schnellen, ungeplanten Rückzug zu führen. Wunderbar, machen Sie mal eine Gewandheitsprobe, um zu gucken, wie schnell das geht. Falk nimmt die Beine in die Hand. Der andere tastet noch nach seinem Dolch
und ist dann erstmal ein bisschen perplex, als Falk tatsächlich die Beine in die Hand nimmt und guckt ihm ein bisschen verwirrt hinterher. Geht um einige Ecken herum, das Herz schlägt schneller und dann kommt Falk zur Ruhe. Am Traubenmarkt gelandet, als um ein paar Ecken ging. Ach, durstig, so Befolgung sagt. Zum Glück direkt gegenüber die Almada-Stube. Und da sieht er jemanden, der aussieht wie ein potenzielles nächstes Opfer. Denn von Süden her, aus dem fernen Wien, hat eine mehrwöchige Reise hinter sich ein junger Krieger in ordentlicher Klamotte. Vielleicht was wie ein Soldat? Schreiber durch den Kopf? Weiß es nicht. Emilio vom Maddersee ist ebenfalls den Esshamsweg hochgekommen und an der Wachstube der Stadtgarde auf den Rotweg eingebogen. Er kommt gerade auch am Traubenmarkt vorbei und ist nun in der Nähe der Taverne, in der er mit seinem alten Bekannten so oft und so viele lange nächtliche Stunden verbracht hat. Es liegt das Geschrei von Marktschreiern in der Luft, Kinder spielen und man hört Hühner und Ziegen blöken aus allen Richtungen, während auf der Reichsstraße hinter ihm der nie enden wollende Strom von Wagen statt einwärts voll und statt auswärts leer sich seinen Weg bahnt. Almada-Stube. Das war's. In der Hosentasche kann er spüren den zerknitterten Brief, den er bekommen hatte vor einigen Wochen. Wenigstens der Krach und der Gestank in dieser Stadt haben sich nicht verändert. Wäre sonst doch irgendwie langweilig. Ein Blick in den Himmel. Es ist Nachmittag, nehme ich an. Und die Erkenntnis... Es ist, glaube ich, relativ vormittags. Und die Erkenntnis, dass der Abend dann doch noch länger weg ist, als ich eigentlich dachte. Naja. Nutzen wir die Chance. Ein Zimmer beziehen. Die wichtigsten Dinge erledigen. Und in ein paar Stunden sollte er sich dann hoffentlich blicken lassen. Wenn Vitus 1 konnte, dann pünktlich sein. Pünktlich zur Praios-Stunde. Ganz in dem Brief. Jeden Tag. Also, wie? Der junge Soldat aus Punin, die Almada-Stube ein? Das tut er. Und unser anderer Held, Kleiber, sieht sein potenzielles nächstes Opfer in die Taverne der Almada-Stube hineingehen. Leere Türe öffnet sich, dahinter sieht man ein paar schwere lederne Vorhänge in zwei Reihen geschaltet, um als Schleuse zu dienen. Almada-Stube ist eines der besseren Etablissements im Sonnengrund. So ganz hohe Etepetete wie in Alt-Gareth und der Innenstadt auf der Tempelhöhe. Aber für ordentliche Bürger. Hier gibt es immer Geld zu machen. Ja? Dort, wo er hineingeht, nach der langen Reise wird er sich bestimmt ein oder andere Getränke gönnen. Und wenn er dann betrunken ist, wird er vielleicht unachtsam. So klopft man sich den Dreck von den Klamotten ab. Achtet darauf, dass man nicht ganz so heruntergekommen aussieht wie sonst. Setzt wieder ein gewinnendes Lächeln auf. Der letzte Versuch hat nicht geklappt. Der nächste wird bestimmt etwas. Und folgt ihm mit Abstand hinein. Ja. So ist es, der Krieger Etilio, der als erster in die Almada-Stube reinkommt. Eine junge Schankmagd, mittelaventurisch, garetisch verschlossen. Man kann nicht einmal einen Ausschnitt sehen an diesem Kleid, den dieses Weib anhat. Kein Wunder, dass hier nicht wie in Almada das heiße Blut in den... Das Mädchen schaut den Krieger an. Oh, entschuldigt. Wollt ihr was zu Mittag? Die macht erst in einer Stunde auf, sagt sie, ein bisschen vor dem großen Mann. Irgendetwas zu essen wäre schön. Wir haben noch Brot. 2 Wochen geritten. Oh. Ich rufe mal meinen Bruder, der kümmert sich um die Pferde. Wenn ihr euch setzt, dann sage ich meiner Mutter einen Bescheid und dann sorge ich euch was zu essen, ja? Wollt ihr auch ein Zimmer? Das wäre gut. Okay. Ich denke, ich werde einige Tage bleiben. Ja. Wir nehmen normalerweise ein Silberstück für die Nacht. Aber wenn ihr mit Mutter freundlich redet, das Mädchen, und als sie die Uniform des Kriegers anguckt, also für ordentliche Recken gibt's ja immer einen Rabatt, nicht wahr? Ach dann, und verschwindet nach draußen, und so hört, wie sie nach ihrem Bruder schreit und das draußen angebundene Pferd an sich nimmt. Du kannst einen Platz an einem Tisch finden, als der nächste Kunde eintritt.
Ein bärtiger Gesell. Stämmig gebaut, Garretter durch und durch, ein Streuner, der ihm folgt. Dauert fast ein Stündchen, bevor er, ich meine, einen kühlen Wein und ein kühles Bier hat er fast sofort vor sich stehen, aber es dauert fast ein Stündchen, bevor er einen warmen Schweinebraten, einen riesigen Berg Rotkraut mit einem dicken Klotzen Butter, der oben drüber zerrinnt, auf den Tisch serviert bekommt. Und zum ersten Mal die alte Wirtin trifft, die schon, ja, solange Ethilio auf der Welt ist, hier diese Kneipe bewirtschaftet. Wie das bei Wirtsleuten so ist, erkennen sie oft Kunden auch nach vielen Jahren wieder. Wirtin, als sie ihm das Essen hinstellt, stößt etwas. Seid doch der Freund vom Vitus. Ihr seid doch der Freund vom Vitus, oder? Irgendwie hatte ich befürchtet, ihr würdet uns nicht vergessen. Ja, es tut mir leid um den Kronleuchter. Und um das Geländer. Wirtin lacht. Und das macht nichts. Mein Vater hatte den Kronleuchter gemocht. Mir war der nicht so wichtig. Der ja. Vitus, der hat sich letzte Nacht eins hinter die Binde gekippt. Also der ist ja immer mit seiner süßen kleinen Blondine hier gewesen. Aber letzte Nacht hat er sich richtig abgeschossen. Das sieht ihm eigentlich gar nicht ähnlich. Nee, eigentlich nicht. Irgendwas muss ihn bedrückt haben. Eigentlich war er immer der, der mich in Sicherheit gebracht hat. Ja, wie sich die Zeiten ändern, ne? Mutter, ich habe jetzt das Pferd reingebracht. Ist das der Almadana, von dem du immer gesprochen hast? Einer von denen, an denen du dir kein Beispiel nehmen sollst, ja? Und jetzt gehst du raus und du tust mit deinem Bruder zusammen das Pferd ordentlich versorgen, ja? Das muss gestriegelt und gebürstet werden. Jawohl, und, Mutter. Ja. Er gehört aber nicht zu der Sonnenlegion, oder? Mädchen, komm. Sieht aus, als ob er 12 Dukaten am Tag gezahlt bekommt von der Kirche des Götterfürsten. Ich gehe schon. Ja. Also, die Wirtin schaut Ethilio an und will sich so ein bisschen entschuldigen. Nichts für ungut, ja? Eure Klamotten sind ja gut und ordentlich. Aber 12 Dukaten am Tag ordentlich sind sie nun auch wieder nicht. Bisschen peinlich berührt und errötet, den Kopf kurz weggedreht. Nein. Aber würdet ihr 2 Wochen quer durchs Land reiten, würdet ihr auch nicht mehr besonders präsentabel aussehen. Na, das will ich mir gar nicht ausmalen, sagt die Frau. Naja, gut. Sie geht wieder an ihren Tresen. Es wird weiter nachgeschenkt und Ethilio bekommt bald ein Zimmer für ein halbes Silberstück die Nacht vermittelt hier. Der Rabatt für altbekannte Kunden. Währenddessen wartet Kleiber auf seine Gelegenheit, um zuzuschlagen. Und die kommt aber vielleicht gar nicht so schnell, als der Gatte der Wirtsfrau eintritt und tief prustend sagt: Ja da, wir haben einen umgebracht. Einmal quer über die Reichsstraße in Richtung der Brache. Da sind überall Bandstraller unterwegs auf der Straße, Gerda. Die sagen, dass sie hier nur den Tatort bewachen. Hast du sowas schon mal gehört, Gerda? Erzählt der Wirt und verschwindet in der Küche. An einer anderen Stelle ist ein anderer Held, der dritte von diesen dreien, von unseren 7 heute, gerade unterwegs. Grauer ist ein Akrobat. Und wie er aus dem Hexenkessel rauskommt und den Krötenstieg entlangläuft, da kommen ihm ein paar Kinder entgegen und sagen: Hey, du da, kannst du springen? Kannst du auf einem Seil laufen? Ich kann auf einem Seil laufen, sagt einer der Jungs. Habt ihr denn ein Seil, auf dem man laufen kann? Ja, da oben ist eins gespannt, sagt er und deutet auf die Wäscheleine, die zwischen 2 Häusern quer über die Straße gespannt ist. Eins der Mädchen guckt ihn an. Ich kann da drüber laufen. Auch wenn du fast so groß bist wie ich, den Brinnbauer schaut kurz an sich runter und stellt fest, dass er nur 1,45 Meter groß ist. Ein Schritt 45 Halbfinger. Und sagt dann, na gut. Er klopft sich auf die beiden Streitäxte, die an den links und rechts am Gürtel hängen hat und will die Wand rauf, um zum Seil hochzuklettern. Oh, eine einfache Kletternprobe. Einige der Jungs geben ihm noch eine Räuberleiter für die erste Etage. Das gibt sicherlich eine 2er Erleichterung. Und problemlos, ich habe noch Ballons, ich kriege nochmal 3 Punkte Erleichterung vergessen. Problemlos kommt er hoch an der Wäscheleine an. Ein starkes, kräftiges Hanfseil, das da gespannt ist zwischen den Dachfirsten von 2 in der Häuser. Die Kinder sind am Ausflippen. Jawohl! Bitte einen halben Kreuzer, dass er nicht rüberkommt, sagt einer der Jungs und die anderen sind schwer beeindruckt, dass der einen halben Kreuzer zu wetten bereit ist. Ich halte dagegen, ich mach's sogar auf den Händen. Er zwinkert ihm zu und
will dann ganz gerne, kontrolliert noch einmal ganz kurz seine Streitäxte, dass sie sozusagen feste gemacht sind am Gürtel und will ganz gerne im Handstand über das Seil. Handstand über das Seil mit einer Akrobatikprobe, bewegt sich Brauer mehr oder weniger kompetent auf die andere Seite der Straße. Kinder überschlagen sich, der eine Bube sagt, es hat ja keiner von euch gegengehalten außer ihm. Und er holt dann einen halben Kreuzer raus und sagt, hier, den könnt ihr haben. Und er wirft ihn hoch in Richtung des Dachfürsten, wo Brin steht. Und über die Dächer einiger geringerer, niedrigerer Häuser sieht man, dass südlich von ihm, ist ungefähr hier, und südlich von dir an einem großen schwarzen Brocken, der von der fliegenden Festung noch übrig ist, hat sich eine große Menschenansammlung gebildet. Da liegt einer, der muss eine goldene Rüstung anhaben und der wird umgeben von Kerls in weißen Mänteln. Was muss da los sein? Aufgeregte Leute laufen vor und zurück. Einige Schaulustige haben sich gesammelt. Hey Junge, schnippt ihm den halben Kupfer wieder zu. Ja. Ist schon in Ordnung. Und dann will man ganz gerne ein richtiges Dachlaufen machen. Man will von Dach zu Dach springen, notfalls an ein Haus ranspringen, kurz hochklettern und dann sozusagen weiter, um am Ende auf einem Dach auszukommen, ganz in der Nähe von diesen Leuten, wo der Tumult ist. Die Neugier hat. Wenn du es nicht hast, musst du es nicht würfeln. Aber falls du das Häuserlauftalent hast, dürftest du es würfeln. Ich weiß gar nicht, wie es geht, leider. Achso, dann, ich glaube, man kann es nicht. Ein tolles Metatalent. Ja, das ist ein tolles Metatalent. Gibt es eine schöne Spielhilfe von Andurion für. Aber. Im ich kann auch mal so einen Athletikprobe noch dazu, wenn sie einwerfen für die Sprünge. Ja. Waren sie hier sehr, gute Freunde? Sie waren ein Paar seit geraumer Zeit. Ich weiß nicht, ob jemand hier davon wusste.